Das Märchen, wie die Löcher in den Emmentaler kamen. Erster Teil. Es war einmal, vor gut und gern 800 Jahren, noch bevor Wilhelm Tell überhaupt wusste, was ein Apfel und was ein Schoss ist, mitten im Emmental ein Bauer namens Rütti Hubu Grosshöch trub schachenes Fränis hingerem Hocker Kleusu. Nennen wir ihn Kleusu, sonst dauert das hier noch ewig. Und er machte aus der Milch seiner Kühe einen Käse, der stank dermaßen, dass die Vögel tot vom Himmel flogen, die Kühe den Stall nur mit Mundschutz betraten und die Bäume schon im Frühling freiwillig ihre Blätter verloren. Als wäre das nicht schon Strafe genug, da lief ihm eines Tages auch noch die Frau davon. «Mir stinkt's!» rief sie und schlug die Holztür zu, dass sich die Balken bogen, und damit hatte sie gar nicht einmal so Unrecht. Anfang Dezember war's. Der erste Schnee fiel gerade wie zerbröselte Meränke vom Himmel. «Ach, hol mich doch, der Teufel!» rief Kleusu und stieg in den Käsekeller hinunter. Und kaum hatte er diese Worte ausgestoßen, da fegte ein Sturmwind durch die Stallritzen und ein Blitz fuhr aus dem Boden, mit einem Knall sprang die Tür auf und vor dem Bauer stand der leibhaftige Teufel. Klein, rot, drahtig und in der Hand eine Harfe. Ja, eine Harfe. Die hat er kürzlich einem Engel geklaut. Und er spielte so schauerlich darauf, dass die Milch im Käskessi vom Kleusu auf der Stelle sauer wurde. Doch davon später. Was der Teufel wohl mit dem Kleusu anstellte und umgekehrt. Und was ist mit den Löchern? In einer Woche, da hört ihr es.